Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir unser WLAN-Funkreichweite schnell und einfach erweitern können, so dass wir überall im Haus oder in der Wohnung optimalen Empfang haben. Und zwar indem wir uns einen weiteren Zugangspunkt, auch Access Point genannt, erstellen, beziehungsweise wie wir einen Repeater einrichten. Ich habe jetzt hier einen Fritz WLAN Repeater 1160. Die Einrichtung an sich ist im Prinzip schon sehr einfach. Allerdings gibt es da vielleicht noch ein paar wenige Dinge, die zu beachten sind. Und darauf wollte ich in diesem Video kurz eingehen. Es geht also, wie gesagt, sehr einfach. Nachdem wir es ausgepackt haben, müssen wir es nur noch in der Steckdose stecken, den WPS-Knopf am Repeater drücken, dann nach dem WPS-Knopf an unserer Fritzbox 4 bis 5, 6 Sekunden gedrückt halten, bis die WLAN-LED eben anfängt zu blinken. Ein paar Sekunden abwarten, bis sich die LEDs da beruhigt haben. Und schon werden die Einstellungen unserer Fritzbox direkt übernommen, samt Passwörter und alles drum und dran, sodass unser Repeater eben nur einsatzbereit ist. Das ist der einfachste Fall, funktioniert in der Regel auch so. Ab der FritzOS 7 wird der Repeater auch automatisch ins Mesh eingebunden, sodass wir es wirklich optimal nutzen können. Allerdings muss man da natürlich als erstes darauf achten, dass die WPS-Funktion unserer Fritzbox auch aktiviert ist hier, ja, aktiv. Sollte sich der eine oder andere an der Stelle an den Stirn geklatscht haben, dass ich das überhaupt erwähne, dem sei gesagt, dass ich ja tatsächlich erlebt habe, nicht sehr oft, aber doch hin und wieder, dass Leute wirklich daran gescheitert sind und dementsprechend hier nicht weiterkamen. Ja, dass die Verbindung zwischen Repeater und Fritzbox einfach nicht funktioniert hat, wie der Hersteller versprochen hat. Halt, sind also Erfahrungswerte. Deswegen sollte man als erstes überprüfen, dass das hier aktiv ist, ja. Spart Zeit und Nerven, unter Umständen auch ein bisschen Geld. Und ganz, ganz wichtig natürlich ist auch der Abstand unserem Repeater zu der Fritzbox oder unserem Router halt. Er sollte am besten so positioniert werden, dass der Abstand zur Fritzbox nicht zu groß ist und wir aber am besten ja in jeder Ecke optimalen Empfang haben. Und da gibt es auch ein Tool hier, beziehungsweise eine kostenlose App, die Fritz App WLAN, und damit ja, können wir leicht die optimale Position festlegen. Sieht hier so aus, die kann man aus dem Play Store hier herunterladen, kostenlos wie gesagt. Wenn wir starten, sieht dann hier so aus, wir haben da ein paar mehr Einstellungen, uns interessiert jetzt aber hier einfach nur unseren Repeater hier, ja, Fritz WLAN Repeater, da ist er, einfach hier da draufklicken und Repeater-Position bewerten. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, das wird jetzt bewertet, dauert 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden und schon sehen wir hier beispielsweise in meinem Fall, das ist jetzt mein Repeater quasi, das sollte natürlich im besten Fall hier in den grünen Bereich sich befinden, ja, das ist hier optimal, bei mir ist jetzt ein bisschen drüber hier, also mein Repeater ist jetzt vielleicht nochmal so zu Info, ungefähr 11 bis 12 Meter vielleicht von der Fritzbox entfernt. Dazwischen sind ja zwei Zimmer und ein Flur, längere Flur halt, also auch mit Wände dazwischen halt. Es geht gerade noch so, ja, aber wie gesagt, am besten ist es, wenn wir hier unsere Repeater, der Abstand hier noch im grünen Bereich ist, dann haben wir optimale Verbindung. Vielleicht noch mal kurz zur Info, wenn wir jetzt hier eine Passwortabfrage, genau, da kommt sie ja schon, bekommen, dann ist das nicht unsere WLAN-Kennwort, die wir hier eingeben müssen. Das ist das Passwort von dem Repeater bzw. von unserer Fritzbox. Ja, müssen wir hier eingeben. Foot und schon. Zack. Zack. Jetzt weiter hier. Genau. Sollte das trotz all dem mit dem WPS hier Einrichtung
nicht funktionieren, haben wir nochmal die Möglichkeit, das natürlich auch manuell alles einzurichten. Das kann ich euch auch nochmal schnell zeigen, wie das geht. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit, einfach über die Webinterface auf unserem Repeater hier zuzugreifen, ja, von unserem PC oder Laptop aus. Nachdem der Router natürlich in der Steckdose steckt, einfach hier, zack, verbinden. Nachdem wir verbunden sind, da haben wir natürlich noch keinen Internetzugang, da müssen wir uns noch über unseren Lieblingsbrowser also starten und einfach fritz.repeater hier eingeben und schon kommen wir hier ja auf die Webinterface. Hier müssen wir ein Kennwort vergeben für unseren Repeater selbst. Ich mach mal fritz.repeater einfach, zack, und einfach mit OK bestätigen und schon werden wir jetzt rausgeschmissen. Wie war das jetzt? Punkt Peter. Zack. Müssen uns nochmal anmelden und wir werden jetzt hier direkt auf den Einrichtungsassistent des Fritz-Repeaters weitergeleitet. Einfach weiterklicken hier. WLAN-Brücke. Weiterklicken und hier müssen wir unserem Fritzbox ja, sozusagen Access Point hier auswählen. Einfach hier Häkchen setzen und hier auf Weiterklicken. Hier müssen wir jetzt das WLAN-Passwort eingeben, uns von unserer Fritzbox. Ja, das ist in meinem Fall der hier. Hier können wir erstmal alles so belassen. Ja, wie empfohlen. Einfach auf Weiterklicken und hier noch mal eine Übersicht fertigstellen. Und schon sind wir im Prinzip fertig auch schon mit der Einrichtung. Jetzt sollten wir gleich auch Internet hier Verbindung bekommen. Das kann vielleicht noch ein paar Sekunden, 4, 5, 6 Sekunden dauern. Ich denke, die Weiterleitung funktioniert hier nicht. Über den Fritz-Repeater kommen wir jetzt. Achso, ich gehe nochmal drauf über die IP-Adresse hier von meinem Repeater. Ich denke, das wird hier sein. Genau, wir sind jetzt verbunden und ja, wie war das jetzt? Fritz.repeater, zack, und das sieht hier so aus, ähnlich wie die, ja, viel ist hier nicht. Genau, vielleicht sollten wir als erstes, beziehungsweise nachdem wir mit der Konfiguration fertig sind, hier einfach auf dem Update hier überprüfen. Okay, meine ist jetzt auf dem aktuellsten Stand hier. Genau, und schon haben wir jetzt hier die Verbindung. Ja, das war's auch schon alles. Ich denke, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Abo und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Natürlich freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.